auch als Vormoderne firmiert das Mittelalter. Ihnen sind sicher Begriffe wie Moderne und Postmoderne bekannt, obwohl diese Begriffe vielfältig und oft auch in wissenschaftlicher Literatur verwendet werden, werden sie sehr selten ganz klar umrissen. Was also kann Moderne, Postmoderne oder überhaupt Vormoderne sein? Im Prinzip geht es bei dieser Diskussion um die Moderne, um die Frage, ob die besten Zeiten vor uns lagen, nach uns liegen werden oder in unserer Gegenwart zu finden sind. Und die erste intellektuelle Auseinandersetzung um diese Frage fand in Frankreich Ende des 17. Jahrhunderts statt. Das wundert insofern nicht, als es die Zeit des Sonnenkönigs Ludwig des 14. war. Und seine Zeit, sein Zeitalter wurde ähnlich wie die Zeit Kaiser Augustus als goldenes Zeitalter verstanden bzw. zum goldenen Zeitalter geschrieben. Die daraus entstehende Debatte wurde als Querelle des Anciens et des Modernes bekannt. Haben, so lautet die zentrale Frage, die Griechen und die Römer das höchste, nie wieder erreichte Ideal der Kunst verwirklicht oder nicht? Oder hat man es vielleicht sogar unter Ludwig dem 14. erreicht oder sogar übertroffen? In diesen Querelen provozierte der Märchenschreiber und Sammler Charles Perrault die Vertreter der Alten. Dieser Charles Perrault, den kennen Sie vielleicht nicht mit Namen, allerdings kennen Sie seine Werke. Von ihm stammen Märchen wie Dornröschen, Rotkäppchen, der gestiefelte Kater oder auch Aschenputtel, also Märchen, die man gern als Deutsch, als Grimms Märchen bezeichnen möchte. Dieser Charles Perrault konfrontierte also die Vertreter der Alten, also derjenigen, die in der Antike noch das höchste Niveau sahen, mit dem Satz: C'est nous qui sommes les anciens. Er verband damit den Begriff der Moderne als Gegensatz zur Antike mit einem geschichtstheoretischen Theorem. Die drei Künste, Beredsamkeit, Dichtung und Wissenschaft, entwickeln sich parallel zur Perfektion und entsprechen daher dem allgemeinen Fortschritt. Sie entwickeln sich also gemeinsam voran. Aus dieser ursprünglich französischen Diskussion wurde im Laufe der Zeit, in den folgenden Jahrzehnten, eine europäische Auseinandersetzung. In England ist das Ganze dann unter dem Begriff Battle of the Books angeführt von Jonathan Swift, bekannt geworden. In Deutschland wurde diese Debatte als Schlegel-Schiller-Debatte geführt. Gerade auch diese deutsche Diskussion weist den weiteren Weg der Begriffsgeschichte der Moderne im Sinne einer kunstgeschichtlichen Epoche. Friedrich Schlegel, eben einer dieser Vertreter, geht davon aus, dass die Kunst der Griechen an einem Ideal ausgerichtet gewesen sei. Sie sei nur dem Schönen selbst verpflichtet gewesen. Während die moderne Kunst, also die Kunst seiner Zeit des 18. Jahrhunderts, subjektiv sei, also von Interessen bestimmt sei. Friedrich Schiller war der Kontrahent in dieser Diskussion. Für ihn wurde der antike Primat des Schönen dem Moralischen der Moderne geopfert. Die Künstler der Antike, so Schiller, seien auf die Nachahmung der Natur festgelegt gewesen. In der Moderne gäbe es aber die Möglichkeit, über die Natur hinaus in das Idealistische zu gehen.
Und von der Kunst ausgehend überträgt sich dann dieser Begriff auch auf andere Zweige des Schaffens, wie zum Beispiel die Literatur oder die Architektur. Dann im 20. Jahrhundert wurde dieser Begriff im Rahmen der Soziologie auf die Gesellschaft und schlussendlich auch auf die Geschichte und auf viele andere Wissenschaften übertragen. Allgemeiner Konsens ist heute, dass wir nicht mehr in der Moderne leben. Schon in den 1950er Jahren, also unmittelbar in der Nachkriegszeit, gab es eine Debatte über das Ende der Moderne, die man nun angebrochen sah. Die darauf folgende Zeit wird dann als Postmoderne beschrieben, aber auch als zweite Moderne bezeichnet. Lothar Kollmer geht in seinem Buch Geschichtstheorien sogar so weit, eine Post-Postmoderne in die deutschsprachige Geschichtswissenschaft einzuführen. Damit berücksichtigt er, dass Geschichte ja jeden Tag mehr wird, quasi eine garantierte Wachstumsbranche ist. Kollmer stellt fest, dass der im 19. Jahrhundert postulierte Geist bzw. der Hegelsche Weltgeist sich von der Geschichte verabschiedet hat und alle Metaerzählungen mitgenommen habe. Diese Ismen, schreibt er, kamen und gingen, kommen und gehen, geblieben sind irgendwie alle und dennoch kaum mehr präsent, so Lothar Kollmer. Geprägt ist für Lothar Kollmer diese Ära der Post-Postmoderne von einer Unübersichtlichkeit, die von Gleichzeitigkeiten geprägt ist und von Unmengen von unsortierten Materialien. Dementsprechend sei eine Großtheorie auch gar nicht mehr möglich. Allerdings verstehen sehr viele Zeitgenossen ihre Zeit meist als chaotisch, da ja über das gerade Geschehene noch nicht der Filter der Erinnerung und damit eine Ordnung und Aufarbeitung gelegt wurde. Passé sind in der Postmoderne die diversen Ismen, wie vor allem der Konstruktivismus, der davon ausgeht, dass das Denken die Realität schaffe. Weiters obsolet ist die narrative Organisierung des Erzählstoffes als subjektive Leistung des Historikers bzw. der Historikerin. Und genauso weg ist jetzt der Ansatz, der sehr lange verbreitet war, nämlich dass die Sprache erst das Denken formiere und auf Textbeziehungen aufbaue. Der sogenannte Linguistic Turn ist also mit der Postmoderne abgeschlossen, gehört zur Postmoderne. Als Vor- bzw. Prämoderne wird dann selbstredend der lange Begriff vor der Moderne verstanden. Allerdings ist das kein Epochenbegriff. In der Geschichtswissenschaft werden Periodisierungen heftig diskutiert und kritisiert. Allgemein wurden in den letzten Jahrhunderten zwei Umbrüche als markant erachtet. Die Zeit um 1500 und die Zeit um 1800. Erstere Zeit galt sehr schnell als Grenze zwischen dem rückschrittlich angesehenen mittleren Alter, das der großen Antiken folgte, und der neuen Zeit, das die Antike wieder rezipierte. Die Zeit um 1800 brachte hingegen einen völligen, tiefgreifenden Umbruch in allen Bereichen, sodass die Zeit davor gerne als Vormoderne oder auch als Alteuropa bezeichnet wird.